Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was passiert wäre, wenn unsere The Walking Dead-Truppe auf die vier The Walking Dead-Truppe getroffen wäre? Einige in den Kommentaren auf diesem Kanal und auch ich haben sich das tatsächlich schon mal gefragt. Und die Antwort, oder zumindest eine mögliche Antwort darauf, gibt es in diesem Video. Denn lang, lang ist's her, aber heute gibt es nochmal eine besonders interessante Folge von Was wäre wenn in The Walking Dead in dem Fall. Wenn euch diese Frage interessiert oder wenn euch allgemein The Walking Dead interessiert, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, man kann es vermuten, wenn man sich den Kanal hier anguckt. Ich mag The Walking Dead und einige Leute da draußen lieben auch The Walking Dead. Und auch hier The Walking Dead hat einige Fans. Aber was wäre, wenn beide guten Seriencharaktere irgendwie aufeinander getroffen wären? Dieser Frage bin ich bei der Recherche für dieses Video, was ist der Recherche, der Idee für dieses Video auf den Grund gegangen und habe auf jeden Fall ein paar Punkte, die man erstmal da bedenken muss, was so hätte passieren können. Wie schon erwähnt, die Frage kam von einem in den Kommentaren. Und wenn ihr weitere Ideen habt für was wäre wenns, sowohl im The Walking Dead-Universum als auch außerhalb, schreibt gerne Ideen dazu in die Kommentare. Ich werde mich jetzt nochmal öfter an was wäre, wenn es dran setzen. Wurde sich nämlich öfter gewünscht. Vorab muss man sich eine Frage stellen, zu welchem Zeitpunkt und welche Charaktere. Weil theoretisch gesehen schafft es die Kerngruppe von Fear the Walking Dead, bedeutet die aus Staffel 1, 2 und 3, würden die es nicht schaffen, mit dem Badass Rick aus Staffel 5 sich zu treffen. Auf der anderen Seite würde Rick es auch überhaupt nicht schaffen, sich mit manchen aus Fear the Walking Dead Staffel 1 zu treffen, weil Rick halt da noch im Koma lag. Deswegen ist der Zeitpunkt hier eine wichtige Frage. Welche The Walking Dead Charaktere und welche vier The Walking Dead Charaktere würde ich da gerne zusammenführen? Für dieses Video, beziehungsweise für diese Theorie, würde ich einfach mal die Zeitlinien außer Acht lassen. Ich würde Staffel 5 Ricks Gruppe nehmen, weil da nun mal Rick am badassigsten war und auch die Charaktere noch auf einem interessanten Level waren. Wir haben Abram frisch dazu bekommen, Eugene, Rosita. Wir haben einige Charaktere, die cool waren und viele Charaktere, die schon langweilig waren. Laurie, Andrea, sind auch schon langsam weggekommen. Und das ist gut für dieses Szenario hier. Deswegen, wir müssen schon unsere Charaktere ein bisschen anpassen, weil der Staffel 5 Rick hätte keine Freundschaft mit neuen Leuten geschlossen. Wir haben es an Aaron gesehen. Aber dafür dieses Video müssen wir es halt natürlich raushängen lassen. Bei Fear the Walking Dead ist es tatsächlich sogar noch schwerer. Ich würde Travis schon gerne dabei haben. Auf der anderen Seite hätte ich aber auch gerne die Leute aus weiteren Staffeln dabei. Zum Beispiel gefällt mir Alicia aus den vorangeschrittenen Staffeln wesentlich mehr als Alicia aus Staffel 2. Genauso wie Madison und alle anderen. Wobei dann so jemand wie Charlie mir definitiv auch in den letzten Staffeln besser gefällt als in der ersten Staffel, wo sie vorkam. Deswegen, wir mixen diese Charaktere einfach mal aus. Auch die Entfernungen lassen wir für dieses Szenario einfach mal auseinander und wir gehen einfach mal davon aus, zufällig treffen diese Charaktere alle aufeinander. Natürlich würde erstmal ganz, ganz Depri-Stimmung herrschen, weil sich keiner wirklich vertrauen würde. Aber ich denke, dass, wenn wir Travis dabei hätten, Travis und Madison sehr gut mit Rick umgehen könnten, weil sie ein ähnliches Mindset und auch eine ähnliche Verhaltensweise an den Tag legen, besonders Madison. Also Madison könnte man schon fast als den weiblichen Rick irgendwie betiteln. Aber auch so jemand wie Victor Strand würde sich mit sehr vielen aus dem The Walking Dead Universum verstehen, aber würde sich auch ähnlich wie halt in Fear The Walking Dead Feinde machen, weil er zum Beispiel mit Daniel ja nie so auf den grünen Zweig gekommen ist, so wirklich. Aber auch Daniel wäre ein interessanter Kandidat, der zum Beispiel auf Abraham treffen könnte. Weil irgendwie da, es wäre sehr interessant. Zum Beispiel Alicia würde sich wahrscheinlich super gut mit Maggie verstehen oder auch mit Rosita oder auch mit Sascha. Es wäre schon unter den Gruppen, die könnten sich gut verstehen. Carl hätte natürlich auch irgendwie jemand anderes außer Enid. Gut, die gab es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so offiziell direkt. Aber auch Carl würde sich wahrscheinlich nicht nur gut mit Alicia, sondern wesentlich besser wahrscheinlich mit Nick irgendwie verstehen. Und ich denke allgemein könnte das eine sehr interessante Konstellation werden. Und für dieses Szenario lassen wir diese Gruppen auch einfach mal so bestehen. Bedeutet, es stirbt keiner, der wirklich sonst gestorben wäre. Und wir gehen einfach mal wirklich komplett durch alle möglichen Bösewichte durch, wobei wir nämlich beim zweiten Punkt wären. Wer wären so die Bösewichte oder wer wäre vielleicht der große Bösewicht? Auch wenn Troy ein sehr starker Bösewicht ist, Rick hätte mit Troy, ähnlich wie Madison, nur wahrscheinlich früher kurzen Prozess gemacht. Jemand wie Negan wäre natürlich weiterhin eine Bedrohung, aber auch da würde ich sagen, durch die Kombination zwischen Rick, Madison, Daniel wäre Negan auch vielleicht wesentlich schneller den Bach runtergegangen. Wenn wir dann zu so Leuten kommen wie zum Beispiel Alpha und den Whisperern, hätte Nick natürlich super praktische Informationen, denn er war legit der erste Whisperer, zumindest der erste, rein chronologisch, der diese Taktik angewandt hat. Ich denke allgemein, wäre es schwer, einen guten Bösewicht zu kreieren, der wirklich für beide Parteien sehr, sehr gefährlich werden könnte. Negan wäre zwar ein Kandidat dafür, aber auch, finde ich, eher schwierig. Das Commonwealth schon wesentlich mehr, weil es halt einfach
viel größer und besser aufgebaut ist. Aber nichtsdestotrotz wäre das schon eine kranke Badass-Truppe. Eine Frage, die sich natürlich auch noch stellt, wenn Rick nicht mehr alleine der krasse Oberfucker wäre, wer würde denn wirklich die Führung leiten? Und ich denke, hier würde wirklich eine Kombination aus Rick und Madison perfekt funktionieren. Nicht nur in der Führungsposition, nein, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen könnten die zwei irgendwie Gefallen aneinander finden. Theoretisch. Ich denke, es würde ein ähnlicher Rat wie nachher in Alexandria entstehen, wobei halt so jemand wie Rick, Madison, Daniel und Victor irgendwie das Sagen hätten. Natürlich auch jemand wie Abraham oder auch Michonne natürlich. Aber allgemein würde hier sehr gute Gruppendynamik auch unter den Anführern entstehen. Wenn wir natürlich auch über die Bösewichte reden, wie schon gerade erwähnt, wäre Nick ein sehr krasses, Gegenstück zu den Whisperern gewesen und hätten dadurch wesentlich schneller die Whisperer besiegt. Wie gesagt, Negan wäre der Einzige, wo man sagen könnte, das wäre allgemein weiterhin eine schwere Last gewesen. So jemand wie die Wolves, Terminus und halt die ganzen anderen Bösewichte wären, glaube ich, von beiden Seiten sehr, sehr schnell erledigt gewesen. Ich denke, die Kombination, es gibt nicht so wirklich eine Seite, die besser mit was umgegangen wäre, aber ich würde sagen, die Kombination aus beiden Truppen wäre halt einfach unfassbar stark gewesen. Natürlich, wo eine große Gruppe ist, muss auch irgendwo ein bisschen Unheil sein und da ist jetzt die Frage, wären sie denn auch wirklich verbündet oder würden auch sich irgendwie doch Kabbeleien entwickeln? Ich denke weiterhin, dass Victor fucking Strand irgendwo immer Unruhe ins Wasser bringt. Auch wenn ich ihn vom Charakter ganz, ganz geil finde in Fear the Walking Dead. Man muss sagen, Victor kommt mit allen klar, aber irgendwie auch nicht. Es ist interessant und ich denke, er würde einen ähnlichen Verlauf wie in Fear the Walking Dead angehen. Der Typ, der dann irgendwie doch sich wieder entfernt, aber doch irgendwie wieder zurück will und dann sich doch entfernt. Ich denke, es werden schon Unstimmigkeiten unter den Charakteren entstehen. Vor allem, wie gesagt, durch einen Victor Strand oder halt auch einen Daniel Salazar, weil er ja nur mal ein bisschen aggressiver und brutaler ist. Aber an für sich, denke ich, würden die Charaktere sich echt gut ergänzen. Es wäre ein perfektes Ineinanderspielen, könnte ich mir vorstellen. Am Ende des Tages wäre die Truppe sehr, sehr unaufhaltsam und vor allem gleichzeitig kalt durch halt so einen Rick, Staffel 5 Rick halt, trotzdem auch warm durch jemanden wie Alicia, durch jemanden wie John Dory, durch diese ganzen gutherzigen Charaktere. Weil man muss sagen, auf The Walking Dead Seite gibt es nicht so viele, vor allem zu Staffel 5 Zeiten, nicht so viele positiv gestimmte Menschen. Hingegen auf der Fear the Walking Dead Seite viele Charaktere eher doch ein bisschen glücklicher an manche Sachen rangehen. Und Leute, ganz ehrlich, wie interessant könnte wohl eine Beziehung zwischen Carol und Daniel ablaufen? Auch wenn ich es mir nicht vorstellen will, es würde, glaube ich, funktionieren. Die beiden würden sich wirklich sehr gut ergänzen, könnte ich mir vorstellen. Auch wenn es weird wäre. Alles in allem würde ich sagen, es wäre eine sehr ausgeglichene Truppe. Und vielleicht ist es gar nicht mal so unabwegig, dass wir sowas bekommen, denn dieses Video ist nicht nur anhand eurer Kommentare entstanden, sondern auch durch eine Theorie, die momentan im Internet kursiert, die ich hier ganz kurz noch ankratzen will. Denn im letzten Trailer zu The Ones Who Live sehen wir ja mehrere Einstellungen von anscheinend Rick auf einer Parkbank, die vor einer großen Skyline ist. Und es gibt mittlerweile sehr viele Theorien, dass das nicht Rick sein soll, weil die Frisur nicht passt und auch die Schuhe irgendwie nicht passen und irgendwas da nicht stimmen soll. Natürlich sind das alles potenziell sehr, sehr weit hergeholte Theorien, aber sehr viele Leute sagen, dass Travis aus irgendwelchen Gründen überlebt hat und beim CRM ist und dass der Typ ist, der auf der Bank sitzt und der dann irgendwie auf Rick treffen würde. Warum ich diese Theorie gar nicht mal so verwerflich finde, ist die Tatsache, Travis ist zwar aus dem Heli gefallen, aber wir haben nie wirklich effektiv seinen Tod gesehen. Er wurde zwar angeschossen und der Schuss ging auch mehr oder weniger wahrscheinlich vielleicht durch lebenswichtige Organe einfach dran vorbei. Und ja, auch so ein Sturz ist schon schwer, aber auch der Heli war vielleicht nicht so hoch. Und in The Walking Dead überleben manche Leute einfach krasse Sachen. Und wenn wir die Gesetze der Physik einfach mal kurz ausblenden, wäre das eine super, super geile Methode, Fear the Walking Dead mit The Walking Dead außerhalb von Morgan und Dwight zu verknüpfen und vor allem im Ende vom The Walking Dead Universum, was ja potenziell früher oder später jetzt mal kommen muss, das einzubauen. Wenn Travis am Leben wäre, wäre das eine gute Möglichkeit. Es ist eine sehr, sehr weit hergeholte Theorie und es ist auch wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz fände ich es super cool. Ich glaube nicht dran, aber ich fände es cool, wenn so für The Walking Dead noch mehr ins The Walking Dead Universum geholt wird. Oder was heißt ins The Walking Dead Universum zu den The Walking Dead Charakteren. Ja, nämlich diese Theorie hat mich auch zu diesem Video hier angeregt, weil ich diese Kombination auch zwischen Rick und Travis sehr, sehr interessant fände. Travis, der dann doch eher Gutmensch ist, aber auch kaltblütig sein kann. Es sind ziemlich ähnliche Charaktere, die sich gut in manchen Punkten ergänzen. Und das ist mir, wie gesagt, aufgefallen beim Skriptschreiben zu diesem Video. Das ist allgemein bei den Casts der beiden Serien so. Die ergänzen sich an vielen Ecken super gut. Eine interessante Frage, die mir spontan einfällt, wäre natürlich noch, wo würde das Ganze stattfinden? Ich bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass quasi Fear the Walking Dead Truppe nach
The Walking Dead Truppe geht, heißt Richtung Alexandria, Hilltop und. Das Ganze kann natürlich auch umgekehrt sein. Dann hätten wir immer noch den, ich habe seinen Namen vergessen, Atombomben-Heini und wir hätten den Fallout und das wäre wirklich heftig. Das zu sehen wäre super krass. Die The Walking Dead Truppe, Rick Grimes, in fucking Atomklamotten zu sehen, wie er die Atomkrise da überlebt. Nach wie vor eine der besten Staffeln, finde ich, diese Fallout-Staffel. So, nichtsdestotrotz könntet ihr mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch für Punkte hättet, wo ihr sagen würdet, das wäre auch noch interessant, zwischen diesen Charakteren zu sehen, was da vielleicht passen würde oder vielleicht auch nicht passen würde. Wo würdet ihr sagen, würden die beiden Truppen aufeinander stoßen? Und wo würdet ihr sagen, würden sie sich die Hände reichen? Lasst es mich gerne wissen. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Erweiterungsvideo hierzu. Und wie gesagt, auch gerne weitere Vorschläge für Was wäre, wenn es in die Kommentare schreiben. Wenn ihr jetzt weiter Interesse an Was wäre, wenn es in The Walking Dead habt, dann sind hier wahrscheinlich jetzt irgendwo Videos verlinkt, die ihr euch gerne angucken könnt. Und ich verlinke auch einfach mal die ganze Playlist zu Was wäre, wenn. Und jetzt will ich das Video nicht noch länger machen, als es vermutlich sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.